mit der U einige, wie ich finde, sehr interessante Texte geschrieben habe und ich wollte einfach nochmal, dass andere das eben auch mehr mitbekommen. Und das plane ich auch im Hinblick auf 2016, dass ich da immer mal wieder das Ganze mit, ja, also nicht karlsportal.eu und tobiasputter.eu jetzt zusammenlege, auch wenn das im Hinblick auf Twitter vielleicht doch mehr Sinn ergibt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, gerade was Twitter angeht. Ja, muss man halt einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Allerdings wollte ich halt einfach mal, dass die Leute, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, da mal kurz eben reinschauen können. Ja. So, jetzt muss ich hier weg und es ist gerade ein bisschen unangenehm. Ja, das ist dann eben oft das Problem bei solchen Spielen, wenn da eben eine sehr hohe Respawn-Rate herrscht, dass man teilweise doch ein bisschen Konzentration verliert, beziehungsweise ein bisschen, naja, ein bisschen aus dem Ganzen halt rauskommt. Gut. Der vierte Text im Oktober, ich habe halt immer Maximum 5 Texte mir rausgesucht, denn im Oktober waren es glaube ich 43 Texte, im November waren es über 50. Das wird einfach dann ein bisschen zu weit gehen, wenn ich da irgendwie jedes Mal 10 bis 15 Texte nehme. Aber der nächste Text hat sich mit Blade and Soul, also mit dem MMORPG Blade and Soul auseinandergesetzt und den hatte ich jetzt, das Spiel hatte ich so überhaupt nicht auf der Rechnung. Ich hatte erst auch überhaupt keine Ahnung, was dieses Spiel denn letztlich ist. Und ja, wollte so ein bisschen was dazu schreiben, ob das vielleicht dann doch für mich so ein bisschen die Überraschung werden könnte. Und das hat sich dann eben auch letztlich eben entwickelt. Dadurch, dass ich dann eben kurz Zeit später die Beta so ein bisschen erlebt habe und auf jeden Fall sagen kann, dass ich mich sehr auf den Release freue. Das Spiel wird am 15. Januar rauskommen und ich habe da auch schon einige coole Ideen für. Gut. Der fünfte Text im Oktober hat sich dann letztlich mit meiner Vorfreude auf den Gaming November auseinandergesetzt, oder mit der Vorfreude auseinandergesetzt. Denn irgendwie, naja, der November war für mich so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Möglichkeit, wieder was Neues zu erleben. Es war alles schon vorher bekannt oder so ein bisschen war die Luft raus und gerade der November, es schien so, als könnte das Ganze sehr cool werden. Und von daher habe ich so einen kleinen Text darüber geschrieben, naja, wie ich mir das Ganze so vorstelle und was mich vielleicht so ein bisschen begeistern könnte. Ja, und gerade der November war dann auch eigentlich so mit das Highlight des gesamten Jahres, was man in Bezug auf meinen Blog so sagen kann. Es gab einfach sehr viel zu berichten und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Es war wirklich Content, man hatte Sachen, worüber man schreiben konnte. Man hatte Sachen, worüber man sich Gedanken machen konnte, und der November war eigentlich so mit das Highlight. Und angefangen hat das Ganze eben mit meiner Coverage zur BlizzCon 2015. Gerade der Gesamtüberblick oder die Gesamtübersicht, da habe ich nochmal versucht, das alles, was ich irgendwie so geschrieben habe, alles nochmal schön aufzulisten, dass man also sehr gut die Links dazu findet. Und im Großen und Ganzen hat es wirklich Spaß gemacht. Also gerade die BlizzCon hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war aber teilweise eben auch ein bisschen stressig, denn ich habe eben nicht nur versucht, sondern ich habe es eben auch gemacht. Ich habe die Coverage in dem Sinne ja zeitgleich geschrieben, also während der eigentlichen Events, also der sogenannten Panels, während der BlizzCon, ich hatte ja das Virtual Ticket, habe ich eben immer direkt mitgeschrieben und habe dann, teilweise hatte ich auch nur ein paar Minuten, musste das so ein bisschen in ordentliches Deutsch bringen, teilweise dann auch wieder auf Englisch später übersetzen. Und ja, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und auch die Panels waren an sich ganz cool. Und auch im Hinblick auf das nächste Jahr 2016, BlizzCon 2016, bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen gehypt und freue mich auf jeden Fall drauf. Einfach weil BlizzCon an sich schon ganz cool ist und wenn man da irgendwie live eine Coverage durchführt, macht das Ganze umso mehr Spaß. Gut. Der zweite Text im November hat sich dann mit einem eher unschönen Thema auseinandergesetzt. Und zwar hieß der Text, wenn doch nur Blumen mächtiger als Schusswaffen wären. Den Text habe ich nicht auf karlsport.eu geschrieben, sondern auf tobiaspütter.eu. Und trotzdem habe ich ihn verlinkt, weil er mir doch relativ wichtig erschien. Ja, und das Ganze hatte eben, hat Bezug genommen auf die, ja, Ereignisse vom 13.11.2015 in Paris. Ich habe es ja irgendwie 13.11 genannt oder 13.11 im
ja, so ein bisschen im Zusammenhang mit 9/11. In dem Sinne jetzt, dass ja dieser europäische Aspekt dahinter, einfach weil die Schriftweise ist ja eben anders. Also in amerikanischer Schriftweise hätte es nicht 1311 heißen, sondern eben 1113 bzw. 1113. Das war in dem Sinne das EU-Pendant, wenn man so möchte, das EU-Pendant zu dem Ganzen. Ja, ich muss sagen, dass mich diese Ereignisse, und dazu habe ich dann auch einiges geschrieben, sehr mitgenommen haben. Und es war eigentlich geplant, dass ich an einem bestimmten Wochenende irgendwie die Beta dann noch streame von Blade and Soul. Und ich hatte auch extrem Bock drauf. Und als dann irgendwie dieses Ereignis kam, also als diese Anschläge passiert sind, war ich einfach so fertig und habe einfach alles mit Gaming erstmal komplett vergessen, habe mich vor allem auf Twitter bezogen, habe viel auf Twitter gelesen, habe viel Nachrichten gelesen, habe oft dann eben auch das Entsetzen bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, wie teilweise die Berichterstattung war in Deutschland. Auch wenn ich weiß, dass sie im Vergleich zu anderen Ländern immer noch human ist. Und trotzdem hat mich das doch sehr mitgenommen und deswegen ging in den nächsten Tagen, ich glaube, 4 bis 5 Tage hat es gedauert, ging dann auf Karlsportal.eu eigentlich gar nichts. Und das hat mich wirklich mitgenommen und es hat mich auch überrascht, inwieweit mich das mitnimmt. Und genau über diese Momente, über diese Gedanken und auch über dieses Video, wo man einen jungen, kleinen Jungen sieht, der zu seinem Vater irgendwie sagt nach dem Motto, ja, sind wir überhaupt noch sicher in Paris? Die bringen uns doch alle um und so weiter. Und es war halt wirklich ein kleiner Junge und das Ganze eben auf Französisch, aber es hat irgendwie einen weltweiten Fokus bekommen, einfach weil es irgendwie auch weltweit dann über Facebook eben ja, weitergeleitet worden ist. Ja, und über dieses Video habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe dazu eben den Text geschrieben, was wäre in dem Sinne, wenn Blumen eben mächtiger als Schusswaffen wären, also sprich, wenn man wirklich durch diese Liebe oder durch dieses Zeichen nach dem Motto, wir lassen uns nicht einschüchtern, eben Terrorismus bekämpfen könnte. Denn der Vater sagt in diesem Video eben, ja, und diese Blumen, die schützen uns. Also sprich, die Liebe der Menschen und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese Zuneigung untereinander, die wird dafür sorgen, dass der Terrorismus nicht siegen wird. Und gerade das Video hat mich sehr fasziniert, teilweise eben auch ein bisschen erschüttert. Und ja, dieser eine Text war eben genau darauf bezogen. Der dritte Text war dann wiederum das, was ich ja schon vorher ein bisschen immer wieder geschrieben habe oder mich damit auseinandergesetzt habe, nämlich diese Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn Armamentarium, also die Gilde damals auf Blackhand, wenn die nicht kaputt gegangen wäre, wenn also nach 6.2 es trotzdem, also wenn es in 6.2 weitergegangen wäre, was wäre dann mit den Leuten gewesen, hätten wir trotzdem noch weitergemacht, hätten die Leute überhaupt darauf Bock gehabt, wäre das Ganze überhaupt erfolgreich geworden oder wäre es letztlich eben gescheitert und das Ganze wäre alles umsonst gewesen. Und mit dieser hypothetischen Frage habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt und letztlich bin ich eben zum Fazit gekommen, dass ich letztlich glaube, immer noch nicht sagen kann, dass es das Bessere gewesen wäre, wenn wir weitergemacht hätten. Also diese hypothetische Überlegung, wenn es das nicht gegeben hätte, was wäre dann passiert, dass das Ganze eben nicht unbedingt positiv ausgefallen wäre. Aber das ist natürlich weiterhin immer noch sehr viel Konjunktiv. Der vierte Text im November, der mir sehr wichtig war, war dann eben das zweite Zwischenfazit zu Blade & Soul. Denn die erste Blade & Soul Beta-Phase war ja eben auf den US-Servern und die zweite war dann eben vor allem die EU-Server. Und dazu habe ich dann ja eben auch teilweise Videos gemacht und wurde eigentlich immer mehr gehypt. Mir gefällt das Spiel weiterhin extrem gut. Ich freue mich extrem auf den Launch. Ich habe allerdings auch wieder hier so ein bisschen Angst, dass es eben letztlich so wird wie in vielen anderen Spielen, die nichts mit Blizzard zu tun haben. Es ist leider so, wenn mir die Leute fehlen, wenn ich mich alleine fühle in dem Spiel, dann ist es meistens so, dass mich das Spiel nicht lange interessieren wird, einfach weil diese Connection einfach fehlt. Und das Spiel, was ich hier gerade streame, beziehungsweise worüber gerade das Video hier darüber läuft, Devillion, das ist ein ähnliches Beispiel, es ist ein unglaublich geniales Spiel, es macht unfassbar viel Spaß, aber es macht eben nur dann viel Spaß, wenn man Leute hat, mit denen man zusammen quatschen kann. Und
wenn man die Leute vielleicht einfach schon ein bisschen besser kennt und nur so mit Randoms oder vielleicht mal mit ein paar Leuten im TS zu sitzen, ein paar Instanzen zu machen und nicht so wirklich Bezug zu dem Ganzen haben oder noch schlimmer einfach mit Randoms zu spielen und die sich eben auch genau wie Randoms eben verhalten, da habe ich so ein bisschen Schiss vor, auch in Bezug auf Bladen Soul, denn das war etwas, was, glaube ich, bedeuten würde, dass ich das noch nicht mal bis Max-Level spielen würde. Aber gut, das werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ich freue mich extrem auf den Release. Ist nur ein bisschen blöd, 15. Januar, genau, dann kommt die nächste Diablo 3 Season. Und eigentlich wollte ich ja in die Season reinschauen, zwar auch schon relativ früh. Aber das wird dann wahrscheinlich erstmal hin anstehen müssen, denn ja, Bladen Soul ist mir dann doch erstmal ein bisschen wichtiger. Und der fünfte Text, der hat sich eben damit auseinandergesetzt, wie man Karlsportal.eu und tobiaspütter.eu eben auch unterstützen kann. Naja, und diese beiden Texte waren eben vor allem darauf ausgelegt, ein bisschen klarzumachen, dass das, was ich jetzt seit September hier mache, im Gegensatz zu früher eben viel professioneller gedacht ist. Dass, ja, ich damit auch so ein bisschen nicht Geld verdienen möchte, aber zumindest ein bisschen mehr, dass der Stellenwert einfach ein bisschen höher ausfallen sollte. Und wie man mich dabei unterstützen kann. Und da eben viele gerade bei Amazon und einkaufen, ja, habe ich eben vor allem hier den Punkt mit den Rafflinks, die eben auf der Seite eben rechts dann vorhanden sind, versucht klarzumachen oder eben auch Patreon oder ja, ganz normal Donations, dass man, falls man wirklich das mag, was ich mache oder was ich schreibe, worüber ich ein Video mache, was ich streame, was auch immer, all das ist für mich nicht voneinander getrennt, sondern dass all das ist für mich mein Blog. Also gerade YouTube wird jetzt für mich auch immer wichtiger. Am Anfang hatte ich damit gar nichts zu tun. Wird immer mehr Teil des Ganzen und all das kann man in dem unterstützen. Ja, indem man vor allem Feedback gibt, indem man vielleicht bei Amazon was bestellt über den Reflink, indem man vielleicht eine kleine Donation raushaut, aber vor allem indem man Feedback abgibt, indem man die Seite besucht, indem man mir klar macht oder mir mitteilt, dass man das cool findet, was ich mache. Und darüber waren diese beiden Texte. Das war in dem Sinne einfach nur mal so ein kleiner, ja, eine kleine Richtungsandeutung, wie das eben mit Karlsportal.eu gerade auch, was 2016 angeht, eben weiter verlaufen könnte. Gut, und dann sind wir auch schon im Dezember 2015 angelangt. Das heißt, wir sind jetzt auch schon direkt, ja, eigentlich kurz vor dem, wo ich mich gerade befinde. Und im Dezember gab es eben auch fünf coole Texte oder fünf coole Beiträge, wie ich fand. Oder zumindest interessantere Beiträge. Und der erste war eben Devillion, mein Ersteindruck. Das ist genau das Spiel, was ihr hier gerade seht. Ich habe jetzt so ein bisschen kurz pausiert mit dem Spielen, weil ich das jetzt dann doch ein bisschen ordentlicher zu Ende führen möchte. Naja, und von diesem Spiel bin ich immer noch begeistert und als ich diesen Ersteindruck geschrieben habe, war ich ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Jetzt habe ich allerdings einen auf Max-Level und den anderen scharf kurz vor Max-Level. Das heißt, das Spiel begeistert mich jetzt schon seit, ich weiß gar nicht wie lange. Auf jeden Fall habe ich schon ziemlich viel gespielt und ziemlich viel gestreamt und das ist für mich immer ein Zeichen, dass mir das Spiel gefällt. Und ja, diesen Ersteindruck und auch diesen kleines Video dazu, das findet sich in dem Text wieder. Der zweite Text, ja, das war eigentlich ganz interessant. Es ging um Filme, die ich 2016 unbedingt noch sehen möchte oder sehen sollte oder vielleicht sogar sehen muss. Also absolute Highlight-Filme, die ich noch nicht gesehen habe und die ich unbedingt sehen sollte. Und ich bin auf den Gedanken gekommen, weil ich mal wieder den Amazing Nerds Podcast gehört habe und da ging es eben vor allem um die Filme 2015, sondern ein bisschen die Highlights bzw. die Flops des Ganzen. Und da habe ich mir einfach vieles aufgeschrieben, der Podcast ging 4,5 Stunden lang. Ich habe ihn einfach unglaublich gemocht, weil er ja teilweise so richtig interessant war. Er ging teilweise eben extrem auch in die Tiefe. Und der hat mich eben teilweise auch geflasht. Und deswegen war ich dann eben danach sehr gehypt und habe mir eben schnell aufgeschrieben, die Filme, die ich unbedingt noch sehen möchte. Und ja, habe darüber dann ja, kurz ein paar Worte geschrieben und eben auch eine Auflistung gemacht in Bezug auf die Filme, die ich noch sehen möchte. Das Ganze habe ich auch in Bezug auf die Serien gemacht, die 2016 für mich auf jeden Fall interessant erscheinen oder vielleicht sogar noch
im Moment noch nicht interessant erscheinen, aber dann irgendwann vielleicht sogar noch dazukommen, wie zum Beispiel Mr. Robert, ist mir erst hinterher eingefallen, muss ich unbedingt sehen. Und ja, das hat sich also ein bisschen damit auseinandergesetzt. Der dritte Text im Dezember, der mir relativ wichtig war, ist dann